Ja, hallo, herzlich willkommen hier auf der nordfriesischen Marsch mit dem Kellerkind. Ich war gerade dabei oder bin noch dabei, die Tiere zu versorgen. Ich muss mir noch eine Ladung Gras mal holen. Okay, Gras haben brauchen wir nicht. Gras. Für die Schafe. Das ist, war gerade der Abfahrer von Feld 1, das auch leer ist, bis auf Stroh. So, jetzt erstmal zu den Schafen. Licht an, fast Mittag und noch so dunkel, die sich hier dran. Ja, aber ich glaube, da können wir ruhig noch mal eine Ladung holen. Machen wir das auch mal und dann werden wir uns einen anderen Trecker besorgen und dann mit dem Schwader schon mal zu Feld 44 fahren. Ausladen. Der war doch im Laden, oder? Ja. So, wen nehmen wir denn? Immer hier den. Wenn wir da schon sind, können wir den auch bis dahin schicken. Und mit dem noch einmal zum Schafstall. Und dann schauen wir mal, was wir, welches Feld als nächstes dran kommt. Die Zuckerrüben von Feld, war das 15, sind auch weg. Ja, 15 war das. Sind auch runter. Ach, hat er jetzt gerade nochmal den Drescher abgetankt oder will den Drescher abtanken. Da ist noch ein bisschen was drin.
bisschen Kraftfutter, aber da sind noch 50.000 drin, das ist okay. So, jetzt Felder. So, Feld 14 und 19. Gerste und Sonnenblumen. Ich glaube, dann nehmen wir erstmal Feld 14. Lass mich hier kurz hier stehen. Hast du abgeladen? Nein. So, du stehst nämlich schon genau richtig. Warum würde ich gar nicht zuklappen? Erstmal Kurs löschen. Können wir den auch nehmen? Stimmt, schauen wir mal. Dann gehen wir mal zurück zum ist auch fast da. Ach so. Du bist mal vorne gefahren, gut. Abfahren lassen. Ich lasse ich jetzt nicht sofort abfahren. Den Kurs können wir rausschmeißen. Du fährst bestimmt. Versuch sofort zu drehen und ab im Graben. Wir können den neuen Kurs schon mal suchen. Das ist Feld 14 abfahren. Also. Dann können wir den gleich schon drauf schicken. Müsste jetzt ja noch mal abkippen, den Rest. Jawohl. Und fährt dann nach oben. Du bist gleich da, oder du bist schon da. Nehmen wir dich mal raus. Schauen wir mal, was er uns anbietet. Feldarbeit. Das Feld 44. Ich möchte so viele Vorgewinne, wie es geht. Wie viel geht denn? Ich mach mal 10. Das ist aber auch neu. Sonst war bei 6 immer Schluss. Schauen wir das uns mal an.
Wie oft können wir denn noch? 11 zu 30. 20 mal vorgewendet. Das dauert. Ich hoffe, das Spiel schmiert nicht ab. Ich glaube, war ein bisschen zu viel, ne? Aber wir machen es einfach mal. Einstellen. Jetzt hat er gerade den Kurs abgespeichert. Ich glaube, viel bringt es nicht, aber wir haben ja den doppelten Kurs gehabt. Und mal gucken. Wir lassen den fahren. Ach so, du wartest. Aber ich muss, glaube ich, den Drescher zuweisen. Du stehst nicht ganz auf dem Feld, kann das sein? Manuell. Daran lacht's. So, bei den Schafen. Mit dem wieder nach Hause fahren. Die paar Meter können wir selber fahren. Aber ich glaube, dem nehme ich nicht für zum Ballen pressen. Das sind die mal hier direkt runterstellen. Das glaube ich, dass man niemand im Weg. So. Nehmen wir den MB. Das war ein bisschen knapp. Da reintappen. Die Krone steht hier vorne.
Einer möchte schon wieder baden gehen. Gut. Ja, weil nehme ich an den Drescher abtanken. Aber jetzt. Schicken wir dich erstmal hier zum Inselhof. Gehen dann mal in den Aktion rein. Da ist er doch. Na, ein bisschen was hat er ja übergeladen. Vielleicht brauche ich den nur einfach rausholen. So. Ja, der Drescher ist schon wieder weg. Abfahrer einstellen, so. Das läuft. Hier ist nichts, da habe ich die Paletten. Ah, hier habe ich ein bisschen Rasen gemäht. Die Fläche hatten wir ja mit Gärresten gedüngt. Und wir waren hier schon dabei, die Zuckerrüben runterzuholen. Aber ich habe hier keinen wirklichen Kurs. Ich bin hier selber gefahren, weil der erweiterte Helfer funktioniert mit dem nicht. Und ich habe mir gedacht, ich fahre dann immer so zwischendurch immer so ein, zwei Bahnen selber. Aber das würde ich dann offline machen. Ich würde die kleinen Kante hier nochmal wegmachen. Schon ein lautes Gefährt. Ja, das verstehe ich auch nicht. Ich hatte jetzt O gedrückt, damit er das Rohr einfährt. Warum er da so zuckt, wie er zuckt. Nur das Stückchen noch. Die nächste Bahn an. Der MB-Truck ist fast. Ah, das Schild ist auch schon wieder platt gefahren. Können wir den mal hier ein bisschen übernehmen? So, dann können wir Gas geben. Oh, der hat seine erste Runde geschafft. Jo, genau. Ja,
schauen. Ballengröße 1,5. Ballenwickler an? Nein. Aus. Was heißt Ablagemodus ändern? Manuell, sammeln, automatisch. So. Kurs löschen. Den Kurs aufnehmen. Aber fährt und gibt ein bisschen komisch Gas. Freunde, das gibt's Ballen. 6000 Liter. Kann man nur ausblenden. Ja gut, das brauchen wir jetzt nicht. Ach doch. Und zwei. Ich glaube, wir sollten uns auch einen Abfahrer schnappen. Ach, da war ich gerade. Dahin. Einen Abfahrer schnappen, damit der die Ballen wegbringt. Sonst habe ich da zu viele Ballen. Welcher Trailer war das denn? Ich glaube, es war hier der Fliegel. Der konnte die am besten stapeln. So schnell, du hast Zeit. So. Zwei Schwan erwischt er nicht so richtig. Ja, bei der nächsten vielleicht.
Das läuft. Du bist auch schon. Ja, die 24 Minimum. Ja, ist aber flott, flott dabei, würde ich sagen. Gucken, dass der für die Ballen schnell nach oben kommt. LKW noch nicht zu sehen. Nö. Oder ist er schon da gewesen? Ich meine nicht, das wäre zu schnell. Na, hier nimmt er zwei Bahnen mit. Passt. Du bist am Abfahren, schön, das läuft auch. Was steckt im Verkehr fest? Aha. Was ist denn hier für ein Verkehr? Da ist eine Kurve. Meinst du hier den Wall? Hm? Willst du hier nicht fahren, weil der Wall hier ist? Aber der Wall war doch da auch schon. Dann fahren wir dich mal bis zur nächsten Ecke. Ja, und liebe Leute, das soll es auch schon wieder gewesen sein. Ich habe schon wieder Überlänge gemacht. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Seid nächstes Mal wieder dabei. Hier auf der Nordfriesischen Marsch mit dem Kellerkind. Ciao, ciao.